very warm good afternoon to all of you. Einen schönen guten Tag zusammen. Es ist mir eine große Freude, heute hier sein zu dürfen und über Solid Edge sowie Ihre Herausforderungen und die Lösungen zu sprechen, die wir gemeinsam erarbeiten können. Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Rahul Kulkarni. Schwerpunktmäßig soll es heute um die Vorteile der Produktkomplexität gehen. Beginnen wir zunächst mit einer kurzen Frage. Wie viele von Ihnen haben solch ein Club-Handy schon einmal gesehen? Gut. Ich sehe viele Hände. Was kann man damit machen? Nur telefonieren? Genau, das war's eigentlich schon. Die Technologie wandelt sich also rasant. Und heute haben wir das. iPhones, Samsung Galaxies. Ich würde sie sogar nicht einmal mehr als Telefone bezeichnen. Es sind ausgefeilte Computer. Ausgefeilte tragbare Computer, ausgestattet mit GPS, einem Kompass, einem Gyroskop, einem Näherungssensor, einem Bildsensor, einem Lichtsensor. Und was weiß ich noch alles, richtig? Und das Gute daran, all diese Produkte sind unglaublich einfach in der Handhabung. Gleichzeitig ist die Fertigung dieser Produkte aber unglaublich komplex. Und genau darin liegt die Herausforderung für unsere Ingenieure. Komplexe Produkte, komplexe technische Lösungen zu erarbeiten, die das Leben der Menschen vereinfachen. Sprechen wir also über unsere Herausforderungen. Produktkomplexität untergliedert sich in drei Bestandteile, auf die ich im Einzelnen genauer eingehen möchte. Der wichtigste befindet sich im Kreis hier in der Mitte. Das sind Sie. Sie sind die Entwickler, die Ingenieure. Sie haben das richtige Zusammenspiel aus linker und rechter Hirnhälfte. Das ideale Verhältnis aus Kreativität und Produktivität. Sie sind diejenigen, die die Welt vorangebracht haben, nicht wahr? Aber natürlich können wir nicht von Ihnen verlangen, diesen Weg ganz alleine zu bestreiten. Wir müssen Ihnen die geeigneten Werkzeuge bereitstellen. Das bringt mich zur Digital Innovation Plattform von Siemens und zu unseren Tools der nächsten Generation. Sprechen wir also über die Digital Innovation Plattform. Ob Ihre Herausforderungen nun maschineller oder fertigungstechnischer Natur sind, die Digital Innovation Plattform von Siemens bietet Ihnen Unterstützung. Wir bieten Ihnen Lösungen für Einzelteile, Baugruppen, Blechteile oder Zeichnungen. Gleiches gilt auch für Elektronik, elektrische Leiterplatten oder Kabelbäume. Auch für die Simulation, zum Beispiel zur Designvalidierung, bieten wir Lösungen oder etwa im Bereich der Fertigung. Und auch wenn Sie sich eher im Bereich der Anlagenautomatisierung und Simulation bewegen oder Maschinendaten zu Zwecken der vorausschauenden Instandhaltung erheben und analysieren möchten, haben wir die passende Lösung für Sie. All dies wird gebündelt in der Digital Innovation Plattform von Siemens, die ein nahtloses, bereichsübergreifendes Arbeiten ermöglicht. Schauen wir uns nun einmal an, wie unsere Kunden die Digital Innovation Plattform nutzen. Nehmen wir das deutsche Unternehmen Rittal, das unter anderem auf Kühlgeräte spezialisiert ist. Mit der Digital Innovation Plattform war es Rittal möglich, seine Geschäftsaktivitäten auf eine neue Ebene zu bringen. Mithilfe von MindSphere, cloudbasierten Apps und Technologien sowie Mind-Apps ist ihnen etwas gelungen, was wir Cooling as a Service nennen. Früher kauften die Kunden von Rittal ein Produkt und riefen dann für gewöhnlich an, wenn Serviceleistungen oder Instandhaltungsarbeiten nötig waren oder etwas nicht mehr funktionierte. Das hat sich nun geändert. Diese Anlagen sind rund um die Uhr im Betrieb. Alle Fäden laufen bei Rittal zusammen. Sie erhalten die Maschinendaten, analysieren sie und machen die vorbeugende Instandhaltung. Und daraus ergibt sich für Rittal eine komplett neue Einnahmequelle und zudem ein deutlich besseres Kundenerlebnis. Auch Siemens Energy in Schweden nutzt die Vorteile der Digital Innovation Plattform. 50% weniger Schweißnähte, 50% weniger Teile und 50% kleinere Produkte. Das Unternehmen hat seine Karten neu gemischt. Das bringt mich zur zentralen Komponente der Digital Innovation Plattform Solid Edge 2019. Auf der Folie sieht man, dass Solid Edge mehr ist als ein CAD-Produkt. Es ist ein komplettes Produktportfolio. Lassen Sie mich das erklären.
Zunächst zur elektrischen Auslegung. Die besten Tools in Sachen elektrische Konstruktion reihen sich in die Solid Edge Familie ein. Solid Edge 2019 umfasst Solid Edge Electrical, das Sie für Schaltpläne, zur Validierung, zum Kabellayout und für die Auslegung von Kabelbäumen und so weiter nutzen können. Darüber hinaus ermöglicht Solid Edge PCB die Schaltplanerstellung und ein unglaubliches skizzenbasiertes Leitungslayout. Aber das Beste daran ist die ECAD-MCAD-Integration, was uns dank unserer Partner von Mentor gelungen ist. Wie einigen von Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, ist Mentor eines der größten und erfolgreichsten Elektro- und Elektronik-Software-Unternehmen weltweit. Vor circa einem Jahr wurde Mentor Graphics Teil von Siemens PLM. Simulation. Vereinfachung komplexer Designvalidierung. Statistische Analysen, Eigenfrequenzberechnungen, Knicklastberechnung, Netzdimensionierung, Schraubverbindungen, sogar Baugruppenverbindungen waren mit Solid Edge Simulation bereits möglich. Und zwar auf Basis der erstklassigen FEMAP NX Nastran Technologie. Die Version 2019 umfasst nun weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel die instationäre Wärmeübertragung, numerische Strömungsmechanik, Unterstützung für äußerst große Simulationen und freie Oberflächenströmungssimulationen. Fertigung. Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben in voller Farbe. 3D-Druck ermöglicht 3D-Farbdrucke direkt bei Ihnen vor Ort oder über einen 3D-Druckdienst. Außerdem bieten wir Ihnen Solid Edge CAM Pro, basierend auf unserer 40-jährigen Erfahrung in Sachen CAM bei Siemens PLM. Technische Publikationen, klare und deutlich bessere Kommunikation. Für uns hört es nicht bei 3D-Modellierung und Zeichnungen auf. Wir wollen Ihnen die Darstellung erleichtern und Sie bei der Erstellung erstklassiger technischer Publikationen unterstützen. Wir sind mit diesem Produkt vor circa einem Jahr gestartet und haben es dieses Jahr erweitert. Durch Mehrsprachigkeit und einer sehr engen Integration mit Solid Edge auf Basis gängiger Workflows. Datenmanagement. Nehmen Sie Ihre Daten selbst in die Hand, einschließlich Ihrer Anforderungen. Es handelt sich hier um ein äußerst skalierbares Produktdatenmanagementsystem. Kunden von Solid Edge reichen von Einzelnutzer bis hin zu Unternehmen mit 2, 5, 10, 50, 100, 400, 700 Mitarbeitern und so weiter. Wir wissen, dass Einheitslösungen hier nicht genügen. Wenn Sie also eher ein kleiner Kunde sind und gerade erst loslegen, empfehlen wir Ihnen Solid Edge Data Management. Sehr einfach zu installieren, äußerst einfach in der Handhabung, keine Datenbank und so gut wie kein Administrationsaufwand. Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie zu Teamcenter übergehen, eine der weltweit am häufigsten zum Einsatz kommenden PLM-Lösungen. Und weiter möchte ich noch ergänzen, dass die Teamcenter-Integration für Solid Edge bereits erstklassig ist und für Solid Edge 2019 noch weiter verbessert wurde. Solid Edge Requirements Management ist ein Modul zur Ergänzung und Unterstützung von Produktanforderungen. In bestimmten Branchen, wie zum Beispiel der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Gesundheitsmedizin- und Pharmabranche, müssen 3D-Produkte nicht nur gefertigt werden, sondern es gilt auch Ansprüchen in Sachen Anforderungsmanagement und Rückverfolgbarkeit hinsichtlich der Einhaltung dieser Anforderungen gerecht zu werden. Solid Edge Requirements Management ermöglicht genau das. Solid Edge Portal. Setzen Sie ein Zeichen mit kostenloser, cloudbasierter Zusammenarbeit, eine kostenlose und sichere Möglichkeit, um zusammenzuarbeiten. Sie können sich auf dieser Plattform anmelden und beliebige CAD-Dateien hochladen. Es müssen keine Solid Edge CAD-Dateien sein. Dateien einfach hochladen, ansehen, kommentieren und mit Kollegen austauschen. Da es sich hier um eine cloudbasierte Anwendung handelt, kann sie auf jedem Browser oder jedem Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Laptop, geöffnet werden. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit den Kollegen in Ihrer Abteilung, mit Händlern und Lieferanten zusammenzuarbeiten. Und das Beste zum Schluss. Mechanische Konstruktionen. Design der nächsten Generation bereits heute. Für Solid Edge 2019 gibt es eine Reihe von Ankündigungen in Bezug auf die CAD-Kernfunktionen. Zum Beispiel die Möglichkeit der Kostenkontrolle. Und mit Solid Edge P&ID für 2D-Fließdiagramme und Solid Edge Piping Design für das modulare 3D-Anlagendesign zwei weitere neue Produkte.
Dies führt mich zu den Tools der nächsten Generation. Auf der einen Seite haben wir ja die Digital Innovation Platform. Wir sind aber davon überzeugt, dass die breite Palette der heute vorgestellten Tools alleine nicht ausreicht. Für uns ist es ebenso wichtig, ein differenziertes Spektrum an Tools zu haben, Tools der nächsten Generation. Das hier ist eine sehr wichtige Folie. Vielleicht kommt Ihnen das bereits bekannt vor. Ich möchte allerdings gerne ein paar Minuten darauf eingehen, da sich hier die Situation unserer Branche wirklich deutlich zeigt. Wir sollen Kosten reduzieren, die Effizienz steigern, Lieferfristen verkürzen und so weiter. Dafür reicht das herkömmliche Kernelement, die Volumenmodellierung und die gewöhnliche subtraktive Fertigung jedoch nicht aus. Wir brauchen daher zusätzliche Tools. Eins ist das generative Design. Sie nehmen also ein Modell, geben es der Software, geben an, wo die Belastungen und Einspannungen liegen, legen Bereiche fest, die nicht verändert werden dürfen, und die Software erstellt ein optimales Design unter Berücksichtigung von Festigkeit und Gewicht. Reverse Engineering. Sie scannen ein Modell, erhalten ein Netz und nutzen dieses als Grundlage für künftige Designs. Oder Sie müssen etwas fertigen, nehmen Ihr Volumenmodell oder Netzmodell und drucken es mittels 3D-Druck. Aber bei all dem gibt es ein Problem. Das Problem ist, dass diese blauen Kreise Netzmodelle darstellen. Mit Netzmodellen meine ich eine Ansammlung von Dreiecksflächen. Das ist etwas ganz anderes als ein Volumenmodell. Ein Modell, das rein aus Dreiecken besteht. Und wenn Sie es mit einem CAD-System öffnen, können Sie es vielleicht betrachten, aber nicht wirklich viel damit machen. Hier liegt die Beschränkung der aktuellen CAD-Systeme, was dazu führt, dass diese Netzmodelle und ihre Volumenmodelle zwei verschiedenen Welten angehören. Will man nun Änderungen vornehmen, gibt es im Grunde zwei Optionen. Man importiert dieses Modell in eine spezielle, teure Netzmodellierungssoftware, nimmt darin die Änderungen vor, importiert es dann wieder in sein CAD-System und so weiter. Aber das kann dazu führen, dass die Geometrie verloren geht. Die zweite Option. Sie nehmen Ihr Netzmodell als Idee, als Inspiration, erstellen darauf aufbauend Ihre Flächen, konvertieren dies dann in einen Volumenkörper und modifizieren es erst dann. Auch das ist wieder ein äußerst langwieriger Prozess. Solid Edge löst dieses Problem mit dem sogenannten Convergent Modeling. Damit können Ihr Netzmodell, Ihre Flächen und Ihre Volumenkörper alle nebeneinander bestehen, in ein und derselben integrierten Umgebung. Ich zeige Ihnen hier nun das Convergent Modeling in Aktion. Was Sie sehen, ist eine Baugruppe bzw. ein Modell von Craig Hall von Hall Designs. Craig ist ein Solid Edge Kunde, der diese Teilsysteme an Trophy Trucks liefert. Trophy Truck Racing ist eine Klasse von Geländerennwagen. Man kann sich in der Erarbeitung des bestmöglichen Trophy Truck Designs wirklich verlieren. Hier haben wir eine Gaspedalbaugruppe. Craig hat nun unsere Tools der nächsten Generation genutzt, um dieses Teil noch weiter zu verbessern. Wie Sie sehen, besteht diese Bremse, dieses Pedal aus 5 gebogenen und miteinander verschweißten Blechteilen. Schauen wir uns an, was Craig gemacht hat. Man hat also den Bereich der Blechteile, beaufschlagt den Pedaldruck, legt die Einspannbedingungen fest und nutzt das generative Design. Daraus erhält man dann ein Netzmodell. Das ist ein Netzmodell, richtig? Dann erkennt man, dass einige Änderungen nötig sind. Hier zum Beispiel eine Aussparung. Zuvor war das mit diesem Netzmodell nicht möglich. Vielleicht möchte man hier auch zusätzliches Material haben. Das war vorher auch nicht möglich. Nun jedoch schon dank Convergent Modeling. Und wenn man das Teil dann hat, dann druckt man es entweder intern oder beauftragt einen 3D-Druckdienst. Wenn man es extern drucken lässt, sagt man einfach, welches Material man verwenden will. Und der Anbieter nennt Ihnen die Lieferzeit, die Kosten, Sie wählen den gewünschten Dienst aus und bekommen das Teil geliefert. Hier ein Bild des tatsächlichen Teils mittels 3D-Druck. Ich möchte einige Dinge kurz hervorheben. Diesen Vorsprung auf der linken Seite lassen wir zunächst einmal außer Acht. Schauen wir uns zunächst das Modell selbst an. Dies ist das Ergebnis des generativen Designs. Es ist ein druck- und produktionsfertiges Teil.
Nachdem das Netz mit Hilfe des generativen Designs erzeugt war, kam in der letzten Minute die Anforderung, hier einen Vorsprung mit einer Bohrung anzubringen. Früher war das ein Problem, nun aber nicht mehr. Sie sehen hier ein Netzmodell aus Dreiecken. Craig konnte nun aber mit den üblichen Befehlen hier diesen Vorsprung mit Bohrung ergänzen. Kurz gesagt, niemand sonst bietet Tools der nächsten Generation so wie Solid Edge. Craig hat damit fantastische Ergebnisse erzielt. Eins der überraschenden Ergebnisse war die Verkürzung seiner Lieferzeit. Craig hat diese 5 verschiedenen Blechkomponenten über 2 verschiedene Lieferanten bezogen und seine Lieferzeit richtete sich nach der längsten Lieferfrist des einen der beiden Lieferanten. Mit Hilfe des generativen Designs und 3D-Druckmöglichkeiten bekommt er sein Teil nun in nur wenigen Tagen. Es gab noch weitere aufregende Ergebnisse. 65% leichtere Teile, nur noch ein Drittel des Gewichts. 80% weniger Teile, ein Teil anstatt 5 Teile. Und keinerlei Schweißnähte, also nur sehr wenige Schwachstellen im System. Das ist quasi die Zusammenfassung. Wir bieten großartige und fantastische Technologien in Sachen generatives Design und Reverse Engineering. Dank Convergent Modeling können Sie all das mit Ihrem Solid Modeling verknüpfen. Und dann ist da noch Synchronous Technology. Die Verbindung aus dem Besten der historienbasierten Modellierung sowie der Direktbearbeitung. Falls Sie Synchronous Technology bisher noch nicht erlebt haben, hier eine meiner Lieblingsdemonstrationen. Auf der linken Seite sehen Sie einen Stützbock, den man zum Modell auf der rechten Seite abändern möchte. Niemand bei klarem Verstand würde sich mit einer historienbasierten Modellierungssoftware daran versuchen. Man würde eher komplett von vorne beginnen. Nicht aber mit Synchronous Technology. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Man hat also diesen klobigen Stützbock hier links, der aus verschiedenen Bauteilen besteht. Und beginnt, ihn zu modifizieren, bis man eine Art gestanztes Blechteil erhält. Synchronous Technology macht das möglich. Ist Ihnen die Uhr hier rechts unten aufgefallen? Diese Uhr läuft in Echtzeit. Die Arbeit auf dem Bildschirm läuft nun in doppelter Geschwindigkeit, um das Video zu verkürzen. Gerade einmal 1 Minute 52 hat es den Ingenieur tatsächlich gekostet, die linke Stützbock-Version auf die rechte abzuändern. Und es gibt viele Vorteile. Weniger Klicks, eine sehr intuitive Benutzeroberfläche und so weiter. Aber es gibt noch einen größeren Vorteil bei all dem. Synchronous Technology ermöglicht es Ihnen, wirklich kreativ zu sein. Sie müssen das Design nicht mehr länger im Voraus planen. Sie können Änderungen dann vornehmen, wann Sie es möchten. Denn für uns ist Design kein linearer Prozess. Das führt mich zurück zum zentralen Element bei all dem. Und zwar zu Ihnen. Ich bin für den heutigen Vortrag angereist, stehe Ihnen aber heute und morgen weiter zur Verfügung. Gerne möchte ich mit Ihnen über Ihre Herausforderungen sprechen und welche Lösungen wir gemeinsam erarbeiten können. Kommen Sie also gerne mit Fragen auf mich zu, damit wir gemeinsam diskutieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Siemens. Ingenuity for life.